Die Stadt Zeitz war am Donnerstag Gastgeberstadt für das Panzerbataillon 701 aus Gera, welches am Abend das feierliche Gelöbnis von 81 Rekrutinnen und Rekruten im Schlosspark Moritzburg durchführte. Bereits vorab bot das Panzerbataillon die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, um Fahrzeuge, Geräte und die Aufgaben des Panzerbataillons kennenzulernen. Zudem war auch der Bundeswehr-Karrieretag vor Ort, sodass man sich bei den Beratern über die beruflichen Möglichkeiten und Voraussetzungen in der Bundeswehr erkundigen konnte. Es geht um die Möglichkeiten und Voraussetzungen, wie komme ich zur Bundeswehr? Wie komme ich zur Bundeswehr? Als erstes sollte ich natürlich ein Karriereberatungsbüro der Bundeswehr aufsuchen, wo ich mich zunächst erstmal informieren kann und wo solche Leute wie wir sitzen als Karriereberater, Beraterinnen, ja, die den Bewerbern, Bewerberinnen sagen können, was benötige ich überhaupt, wenn ich zur Bundeswehr gehen möchte, was muss ich ganz speziell wissen, ja, wie zum Beispiel Dienst an der Waffe, wie zum Beispiel bundesweit eingesetzt zu werden, Auslandseinsatz, das sind ganz, ganz wichtige Sachen, die der Bewerber, die Bewerberin natürlich wissen muss und was sind natürlich für Möglichkeiten haben. Dafür sind wir als Karriereberater da und verweisen dann auch die jungen Leute natürlich und auch die Älteren in ihre Richtungen bzw. unterstützen auch im Bewerbungsverfahren. Also alles über die Karriereberatung. Welche Aufstiegschancen bieten sich bei der Bundeswehr, wenn ich jetzt von null anfange, von der Grundausbildung bis... Letzten Endes, wenn ich von der Grundausbildung anfange, das hängt auch wieder je von Bild oder je nach Bildungsabschluss ab. Also wenn ich Vollzeitschulpflicht mitbringe, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur, also das hängt von dem jeweiligen Abschluss natürlich auch wieder mit ab, wie weit ich diese Karriereleiter aufsteigen kann. Ja? Wie es der Name ja auch schon sagt, Karriereberatung, beziehungsweise womit die Bundeswehr auch wirbt, die Karriereleiter aufsteigen, das ist letzten Endes jedem möglich, wenn ich diese Mindestvoraussetzungen für die jeweilige Laufbahn mitbringe. Wie ist jetzt der allgemeine Zulauf von den Rekruten? Ist es mehr als früher oder hält sich das die Waage? Es hält sich die Waage. Es wird immer Zulauf geben, mal keinen Zulauf geben, mal mehr, mal weniger, weil es in der Bundeswehr natürlich auch immer Leute gibt, die mit ihrer Zeit fertig sind. Und dann aussteigen. Genauso gibt es Leute, die dann wieder einsteigen. Dazu kann man jetzt keine genaueren Angaben diesbezüglich machen. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Vielen Dank. Das Panzerbataillon 701 ist im Dreiländereck Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen verwurzelt. Aufgrund der Übungstätigkeiten im Zeitzer Forst sowie der damit verbundenen räumlichen Nähe zur Zeitz wurde die Stadt in diesem Jahr für die Durchführung des Gelöbnisses ausgewählt. Hinzu kommt, dass ca. 120 Soldaten aus dem Verband in Sachsen-Anhalt bzw. im Burgenlandkreis beheimatet sind.